Es soll ja bitte auch noch so aussehen, wie wir es hatten. Man kann das mit Texturen machen, aber was ich gemacht habe, ich habe im Blender keine Texturen erstellt, dass das halt alles wirklich komplett texturfrei ist. Wir sehen, die Mesh-Parts hier sind ganz normal. Bei Textur ist gar nichts drin. Statt einer Textur möchte ich nämlich mit Roblox Materialien arbeiten. Wir wählen zum Beispiel die Klinge aus, gehen hier oben dann auf Model und wählen dann Material aus. Und die Klinge soll natürlich aus Metall bestehen, also wähle ich Metall aus. Und jetzt haben wir schon eine schöne metallene Klinge. Und die Roblox-Materialien haben immer schöne hohe Resolution, das gefällt mir. Wir wählen das Leuchteteil aus und Leuchteteile bestehen in Roblox aus Neon. Wir stellen dann noch die Farbe ein, das könnt ihr hier unten bei Color machen oder auch hier oben. Die Farbe war bei uns ja blau, das heißt, wir nehmen jetzt auch so ein Blau, sehr hell. So, kann man ja später nochmal ändern, so ein bisschen. Und den Knauf, die sind nämlich auch aus Metall. Ich benenne die beiden Parts auch einfach mal um, indem ich hier auf Name gehe und dann schreibe ich mit... Teil. Dasselbe mache ich dann auch für die Klinge. Ne, für die Klinge nicht. Die Klinge nenne ich wirklich Klinge, weil da möchte ich ja gerne wissen, ob das die Klinge ist. Und dann haben wir noch den Griff und der Griff soll nicht aus Metall bestehen. Dafür nehmen wir dann als Material zum Beispiel Holz. Wir sehen, das ist jetzt weißes Holz, weil wir haben gar keine Farbe eingestellt. Ich kann jetzt zum Beispiel hier wieder auf die Farbe gehen, wähle dann ein braunes übrigens irgendwo zwischen Rot und Gelb und dann ein bisschen dunkler. So, können wir hier einstellen, dann sehen wir, boah, jetzt hat das doch mal richtig Textur und Farbe. So soll es sein. Ich würde auch sagen, die metallen Dinge wähle ich nochmal aus und gebe denen auch eine etwas bläuliche Farbe, weil das Schwert ist ja sehr futuristisch, kriegt ein bisschen blau dazu, ein bisschen heller vielleicht sogar. So.